Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, zu einer wahrscheinlich Ein-Part-Aufnahme, sehr höchstwahrscheinlich. Ja, nach dieser etwas chaotischen und vor allem am Ende ein bisschen merkwürdigen Aufnahme, würde ich sagen, holen wir uns das, was ich eigentlich noch am Ende des letzten Parts so hatte, den Cowboy-Hut. Ich habe jetzt mittlerweile gerade so genug Münzen, aber ich habe genug Münzen. Ich kann mir sogar noch diesen Miauxi-Statue-Ding hier holen. Und es fehlen trotzdem noch so viele Münzen. Oh mein Gott, es fehlen einfach nur 34. Ja, ich hatte eigentlich eher vor, mir die Wüste jetzt mal anzuschauen, aber ich dachte so, warum nicht? Und deswegen mache ich das jetzt auch nicht, sondern gehe jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen rund um die Welt. Was meint, ich werde zuallererst jetzt zurück ins Seeland reisen und mein Cowboy-Outfit präsentieren. Werde dann zum Mond und ich hoffe, ich habe da überhaupt genug Münzen. Dann würde ich nämlich ganz gerne da das Astronauten-Outfit kaufen, um dann wiederum zurück zum Seeland zu reisen und auch da den Mond dann zu holen dafür, dass wir von diesen drei Schnicksen dann alles haben. Und dann würde ich auf jeden Fall kurz ins Bowserland wollen, um diese eine Stelle schon mal zu machen, wo ich halt dann Münzen farmen kann. Ja, das wäre der kurzfristige Plan. Mal schauen, wie das so läuft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht das Wüstenland dann trotzdem verlassen und irgendwie in ein anderes Land reisen. Und zum Wüstenland dann den zweiten Teil so gesehen später machen. Oder wir machen es dann wirklich als nächstes weiter. Mal schauen, das weiß ich wirklich noch überhaupt nicht. So. Ich kann mich auf jeden Fall schon mal dahin warpen. Eingang ist unten, ja dann. Das ist eigentlich egal. Weil das ist ja auch... Wo ist denn das eigentlich genau? Es ist auch egal. Ich glaube, das ist da doch beim Shop, oder? Oder ist das oben? Oder wo ist das? Ach, das ist beim Shop. Ach so, ja, ja, doch. Tut sich nicht viel. Ich spare mir jetzt nicht wirklich viel Zeit. Ich muss halt da oben zu den Damen. Oder konkret zu einer Dame. Da hätte ich auch ganz unten hingekommen. Das ist jetzt auch egal. So, ich glaube die mittlere, oder nee, die ganz links, die müsste Cowboy gewesen sein, ne? Nee, du bist Weltraum, okay, sorry. Dann du. Ah, ich mag alles an Cowboys. Oh, atemberaubend, du bist ein Cowboy durch und durch, bitteschön. Ja, danke. Im Stil des Wilden Westens. Und ich glaube, wir müssten jetzt dann halt, wie gesagt, zum Mond. Und sobald wir jetzt, also ich könnte es jetzt auch theoretisch jetzt schon machen, aber wenn wir dann auch die andere Dame noch glücklich gestellt haben, dann kann ich mir auf jeden Fall bei Schnakilchen nochmal anhören, was es denn noch für einen Mond gibt. Also ich glaube, von einem wissen wir noch nicht, wie wir den bekommen. Und das wäre schon sehr interessant zu erfahren, muss ich sagen. So, dann Mondland. Die finstere Seite könnte man natürlich auch irgendwann mal... anstreben, ne? Hat ja schon mal gesagt, dass wir es zwischendurch ganz gut mal machen könnten. Oh, habe ich jetzt nicht so Lust drauf, weil... Da wartet wieder Blödes auf uns. Um so wenig spoilerhaft wie möglich zu formulieren. Ja, auch hier befindet sich ein Mond. Ein Mond! Auf dem Mond befindet sich ein Mond, na sicherlich. Es ist tatsächlich nicht mal gelogen, weil... Natürlich befinden sich hier Monde. Auch wenn es komisch klingt. Aber es ist halt so. Hier ist ein Astrohund. Stimmt, den Hund. Da wollte ich eigentlich mal drauf hinaus. Im Wüstenland. Es gibt hier und da mal einen Hund und der kann uns was Interessantes zeigen. Ich weiß allerdings nicht ganz, was ich... Ich glaube, wir müssen ihm einfach nur folgen und irgendwann fängt er an zu buddeln. Und kann uns nämlich genau was Tolles bescheren. Was meint ein Mond? Oder auch teilweise nur Geld. In dem Fall war es zum Beispiel nur Geld. Jetzt rennt er uns hinterher. Machst du sonst noch was? Nein? Okay. Ich weiß nicht, ob der auch Monde... Ich meine, der kann auch Monde aus Buddeln finden, wie auch immer. Honey Loon Ridge nennt sich das Ganze. Ja, das ist schön. Ich hätte gerne das Astronauten-Outfit. Das benötige ich nämlich gerade. Und dann fehlen uns ja vor allem noch ein paar Münzen in diesem Höhlenbereich und sonst wo. Das schaue ich mir dann irgendwann anders an. Vielleicht schaue ich mir das auch als nächstes an. Ich weiß es nicht.
Ich möchte es mir auf jeden Fall noch nicht genau jetzt anschauen. Weil ich eigentlich, wie gesagt, nur wegen dem Outfit hier bin. Dann geht's zurück ins Seeland. Und dann bin ich mal gespannt, was denn der letzte Mond dort ist. Vor allem, weil mich auch es ist doch hier. Ach so, nee, die sind jetzt draußen. Ah. Nee, es geht um eine Hinweiskunst. Nämlich, habe ich ja bereits gesagt, so Mondland und Kirche und sowas, ne? Welches Bild war das? Das hier. Tatsächlich, ja. Es handelt sich um das Mondland, klar. Aber die Leute sind jetzt hier draußen. Die sind jetzt hier draußen. Und vor dieser Schnickse muss ich eine Stampfattacke machen. Und dort befindet sich der Mond. Und das haben wir mit Hutlandkunst gefunden. So, das würde mich jetzt mal interessieren. Was heißt das denn jetzt? Ich habe jetzt hier einen Mond mit Hutlandkunst gefunden? Nee, ne? Ich habe jetzt hier keinen Mond dafür bekommen, quasi. Das ist richtig so, oder? Ja, genau. Der wurde jetzt quasi beim Hutland gut geschrieben. Mit Hutlandkunst gefunden. Müsste jetzt hier irgendwo... Genau, hier. Mit Hutlandkunst gefunden. Und damit haben wir jetzt alle Monde des Hutlandes. Nice. Schön. Dann sind wir jetzt offiziell damit fertig. Schön. Auch wenn ich das quasi vor 3 Parts eigentlich abgeschlossen habe. Aber gut. Wir müssen nie wieder ins Hutland, was eigentlich schade ist, weil das ist ziemlich cool. Aber dann haben wir das jetzt offiziell abgehakt damit, dass wir da oben beide Sterne haben. Allerdings gibt es da ja noch den Luigi mittlerweile. Ne? Da könnte man theoretisch wahrscheinlich noch Sachen machen, aber das ist mir jetzt gerade erstmal egal. Gut, okay. Das heißt, in einem jedes Land hat quasi einen Mond in seiner Liste, der eigentlich in einem anderen Land zu finden ist. Aber die Hinweiskunst ist halt in diesem Land und deswegen wird es auch für dieses Land gezählt. Gut, habe ich verstanden. Auch wenn es kompliziert und verwirrend scheint im ersten Moment, macht natürlich alles Sinn und ist auch eigentlich nicht so schlimm kompliziert. Gut, Seeland. Bevor ich jetzt wieder... Ich habe eine Mail, glaube ich, bekommen. Ach so, ja. Okay. Ach ja. Firmenhandy übrigens. Kann ich ja gerade drauf schauen, weil hier eh gerade wieder Ladezeit ist und sowas. Da habe ich auch eine interessante Entdeckung gemacht auf der Arbeit. Ich sollte heute wieder ein bisschen testen. Vor allem alte Anwendungen. Und heilige Scheiße. Ich war dezent geschockt. Also ich war... quasi beim Kunden auf dem Server, sage ich mal, ja. Also da, wo der Kunde auch einfach drauf kann und seine tägliche Arbeit quasi vollführt, vollrichtet, verrichtet. Und ich habe da einfach ein paar Testdatensätze gefunden von 2006, 2007 oder sowas. Und die hießen dann einfach irgendwie Kackender Fuchs 97 oder so. Und ich dachte mir so, what the fuck, das ist einfach... Ich komme da einfach echt nicht drauf klar, ne? Ich komme da nicht drauf klar. Also keine Ahnung, wer das damals da gemacht hat, aber das ist sehr interessant. Gut, Weltraum, bitteschön. Ich kenne den Kollegen wahrscheinlich nicht, aber es... Kritisch, wenn der Kunde darauf einfach Zugriff haben könnte, theoretisch. Ich meine, es ist ganz weit quasi hinten versteckt in einer alten Anwendung. Aber ich meine, theoretisch könnte der Kunde das sehen. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Wer auch immer dafür verantwortlich ist. So. Dann geht's mal da runter. Zu Schnackelchen. Und dann schauen wir mal. Schneller bitte. Nicht den ganzen Part Zeit dafür. So. Was säste? Der geheime Reißverschluss. Aha. Okay. Gut. Das ist interessant. Also. Uns fehlen jetzt 2 Monde. Das mit der Kunst hatten wir schon, ne? Mit Seelandkunst gefunden. Das war im Kaskadenland, glaube ich, genau. So, der geheime Reißverschluss und unser geheimes Kämmerlein fehlen uns dann also noch. Die müssten wir uns also... Wollen wir da mal den Tod in Anspruch nehmen? Ich meine, ich habe den Tod noch nie in Anspruch genommen. Und es würde mich jetzt eigentlich mal reizen. Ich mache das jetzt mal. Dann haben wir es auch mal gesehen, weil ich weiß halt selber nicht mehr genau, was er mir jetzt sagt. Ob der mir irgendwie... Ich glaube, der markiert mir den Mond, oder? Kann das? Kann das? Es würde mich gerade interessieren. Ja, ganz ehrlich, dann, bevor ich das Internet absuche, nutze ich doch lieber diese Funktion. Auch wenn ich dafür Geld bezahlen muss. Ich muss sowieso Geld farmen, also... Was kostet die Welt? Ah, okay. Schön. Das ist also schon mal markiert. Kann ich auch direkt noch einen kaufen, theoretisch? Ja, mache ich doch. Danke sehr. So.
Da oben. Die bleiben jetzt aber markiert, oder? Beide? Ja, okay. Und jetzt kann ich wahrscheinlich nichts mehr kaufen. Für dieses Land habe ich keinen Hinweis mehr auf Lager. Ja, okay. Gut. Ich hatte zwar jetzt eigentlich vor, noch zu Bowser zu gehen, aber das können wir auch immer noch machen. Dann würde ich sagen, gucke ich mir das jetzt erstmal an, weil das ist ja jetzt höchst interessant. Dann würde ich sagen, komplettieren wir nämlich gerade mal das Seeland. So. Und ich muss auch sagen, ich habe ja privat noch mal ein bisschen durchgeschaut und habe es halt echt nicht gefunden. Deswegen finde ich das jetzt... Also es ist jetzt kein verfrühter... Es ist nicht verfrüht, dass ich das jetzt hier gekauft habe. Ich habe halt partout nicht mehr weiter gewusst. So. Also hier irgendwo... Mir ist da was ein... Oh. Oh. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm diese als Belohnung. Mir ist da was eingefallen. Unser geheimes Kämmerlein. Ich habe das echt nicht gesehen, das hier... Lol. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir gedacht, dass hier noch was war, aber das habe ich echt nicht gesehen. Krass. Nee, das möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Da werden wir höchstwahrscheinlich nochmal hinkommen. Genauso wie wir im Hutland wahrscheinlich noch irgendwo einen Mond für ein anderes Land finden werden. Aber... also wir werden nochmal ins Hutland damit kommen, meine ich. Wir werden nochmal ins Hutland kommen, meine ich damit. So, jetzt ist die Satzstruktur richtig. Tatsächlich gibt es dort oben nämlich, glaube ich, eine Hinweiskunst. Also für da oben gibt es eine Hinweiskunst, die ich allerdings noch nicht gefunden habe. Wo ich nicht ganz weiß, was genau ich machen muss. Ich meine, irgendwo hier bei irgendeiner Platte muss ich quasi so eine Stampfattacke machen und da kommt ein Mond raus. Ja. Ich habe das tatsächlich mal ein bisschen ausprobiert, habe aber nicht die Platte gefunden. Und ich weiß auch gar nicht, ob das geht, wenn wir die Hinweiskunst noch gar nicht gefunden haben. Ich glaube, das spawnt nämlich erst dann. Und da werden wir also auf jeden Fall... Also behaltet das mal im Kopf. Ich glaube, hier kommen wir nochmal hin. Ohne jetzt eine hundertprozentige Sicherheit zu haben, dass das so war. Ich meine, mich da erinnern zu können. So, wir haben hier einen geheimen Reißverschluss, aber der ist ja wohl nicht gemeint. Da sollten ja nur Münzen, glaube ich, drin gewesen sein. Da ist eine Tür. Ach, okay. Habe ich hier vielleicht nur einen Mond gefunden? Ist das so? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Ja, siehst du mal. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich hier nur einen Mond gefunden habe. Kritisch. An den Ort erinnere ich mich natürlich. Das ist auch ein sehr ikonischer Bereich, aber... Habe ich wohl einfach nicht gemacht. Also das hier habe ich gemacht mit dem Schlüssel. Da bin ich mir sicher. Habe ich... Ich habe das da drüben gar nicht gemacht, ne? Ich habe das da drüben einfach überhaupt nicht gemacht. Bin ich eigentlich doof, sag mal? Also ich glaube zumindest gerade mich erinnern zu können, dass ich das niemals gemacht habe. So, einmal das, dann den Reißverschluss hier aufmachen und darunter wird der Mond sein. Ja. Ich habe das nicht gemacht. Und ich habe mich auch nicht gefragt, warum ich nur einen Mond gefunden habe. Hm, naja. Wie dem auch sei, wir schauen auf die Karte und sehen auch das Mond, das Mondland. Jetzt habe ich da oben gerade Mondliste gelesen. Das Seeland ist komplett. Hervorragend. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. Aber das sollte eigentlich nicht das große Problem sein. Ich frage mich gerade, ob ich es vielleicht von hier oben machen soll. Ist vielleicht sicherer. Na, fuck, jetzt habe ich doch wieder die Tasten ein bisschen verkackt. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Sprung heute performen wollte. Es hat nicht geklappt. Aber ist auch nicht so ganz dramatisch, weil jetzt lande ich ja sowieso wieder hier und kann mich dann jetzt schön in Bowsers Land porten. Ist das nicht toll? Ich find's toll. Das zweite Land quasi heute direkt komplettiert. So könnte das immer laufen. Vielleicht machen wir doch noch gerade das Wüstenland und machen das dann auch einfach komplett. Ja, so schnell geht das leider nicht. Wieso? 126 Monde scheinen also noch zu fehlen. Vorerst. Ja, auf in ein neues Land. Oder ein anderes zumindest. Nämlich in Bowsers Land. So, jetzt könnte es ein bisschen dauern, bis wir wieder da sind. Weil ich nicht genau weiß, wo das überhaupt ist. Aber ist egal. Das ist mir egal. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt großartig... Wobei, fällt mir auch wieder ein.
Ja, ist in Ordnung, das will ich gar nicht. Da war aber eine Kunst und da war auch Peach. Ich will eigentlich gerade direkt mal zum Souvenirshop, denn wir haben ja eine Hinweiskunst bekommen. Jetzt fragt mich nicht wo, es muss dann wahrscheinlich das Wüstenland gewesen sein, weil sonst habe ich ja nichts gemacht, was noch nicht komplett ist, nicht wahr? Das heißt, ach, hier ist Peach. Habe ich mich da gerade verschaut? Naja. Pausas Festung, ich glaube, ich bin heute zum ersten Mal aus freien Stücken hier. Diese Festung ist atemberaubend, egal was für eine Geschichte sie hat. Sieh nur, ein Mond ist vom Himmel gefallen. Ja, passiert mir auch immer. Und interessantes Buhu-Dings da oben auf dem Kopf. Peach in Bowsers Land. So, ja. Die will immer noch ins Kaskadenland. Wir sollten tatsächlich auch mal dahin. Muss ich sagen. So. Und zwar, war das hier oben oder da unten? Ich weiß es nicht genau, aber schauen wir uns das Ganze doch mal an. Warum habe ich hier eigentlich nur Animal Crossing Sachen ganz oben? Das ist nicht gut. Ach! Guck mal, hier ist ja auch noch was. Das habe ich ja schon komplett vergessen. So, wir filtern mal wieder. Super Mario Odyssey, genau. So, hier. Zwischen Checkpoint und Haus. Oder Hütte. 6 und 3. Okay. 6 und 3. Okay, gib mal so ein Ding. 3 von was? 3 von der Flagge oder vom Haus? Ja, natürlich ist es nicht mehr gefiltert und alles und ist klar. Ich hasse das, ne? Ich hasse das so sehr. Wo ist denn die Kacke? Die muss doch hier oben. Hier ist sie doch. 3 von der Flagge, 6 vom Haus. Okay. 3 von der Flagge, 6 vom Haus. Ich weiß tatsächlich nicht so ganz, was gemeint ist. 1, 2, 3. Hier. Ne. In welche Richtung denn? 1, 2, 3. Dann muss es doch hier sein, oder was? Ja, will mich doch verarschen. Oder zwischen dem Eingang? Naja. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Rätsel zu lösen. Und das ist nicht mit Köpfchen, sondern einfach Brute Force. Was im Endeffekt jetzt heißt, ich mache hier einfach mal ein bisschen Remi Demi und hoffe, dass ich irgendwann das finde, was ich suche. Scheiße. Ach, guck mal, da ist es doch. So. Es hatte, glaube ich, tatsächlich nichts mit dem Ding zu tun, sondern mit den Steinen, die hier sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, ja, ja, genau. Ah ja, okay, es hatte mit diesen Steinen hier zu tun, ja. Ich habe mich jetzt irgendwie auf dieses Viech hier fokussiert. Ich frag mich nicht, warum. Ist auch egal. Es hat geklappt. So, aber wir haben auch tolle Sachen hier schon. Also viele Münzen. Wir könnten uns auf jeden Fall wieder was kaufen. Wir müssen mal so ein Samurai-Gedöns kaufen. Warum denn nicht? Ja, wobei, das ist ja kein Samurai, das ist ja so ein... Ah, Hachimaki. Und ein Happy-Outfit. Her damit. Sind wir jetzt auch glücklich? Ich weiß es nicht. Das Samurai-Outfit hatten wir ja nämlich schon, um da hinten reinzukommen. Wo so eine blöde 2D-Passage war. So, 25, nee. Ach, ich weiß nicht, irgendwas mit zwischen 20 und 30 brauchen wir noch an Münzen. Ja, ja. Und Kapi, genau. So. Warum ist denn da das X eigentlich? Das markiert, glaube ich, immer, wenn ich irgendwo gestorben bin, ne? Ich glaube schon. So, Fakt ist, ich muss... Nein, 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 bitte nicht. Ich muss auf jeden Fall irgendwie zu diesem Innenhof-Gedöns. Das ist jetzt hier nicht irgendwie hier vor oder sowas, sondern es ist halt wirklich da irgendwo, Haupthof, hier. Äußere Mauer. Da gehen wir einfach mal hin, würde ich sagen. Ich glaube, auf der linken Seite war das. Oder wenn wir von oben gucken würden, auf der rechten Seite. Irgendwo da. Ich muss gerade mal stalken, wie nah Virginia schon ist. Damit ich weiß, wie viel Zeit ich hier noch habe. Aber den Part machen wir auf jeden Fall noch. So, pass mal auf. Da oben müssen wir, glaube ich, hin.
Jetzt ist die Frage, ob wir uns jetzt hier erstmal wieder hocharbeiten sollen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir sollten uns noch eine Station höher porten. Das da hier den Überblick zu behalten, finde ich auch nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf, das alles ordentlich und so. Und nee, muss nicht sein. Da ist ein Schleuder, sehr interessant. Da geht's noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist, endet eigentlich schon wieder darin, dass ich noch eine Etage höher sollte. Am Fuß des Turms. Ich wollte ja am Anfang nicht sagen, ja okay, von oben haben wir vielleicht die beste Sicht. Ich dachte, das ist dann schon wieder ein bisschen zu unübersichtlich, aber nee. Das ist hier, glaube ich, tatsächlich genau die richtige Wahl. So, und guck mal, da ist jetzt auch eine Röhre. Ich glaube, die war vorher nicht da, ne? Das könnten wir uns jetzt theoretisch anschauen. Aber eigentlich... Ist das denn das, was ich suche? Ich schau mal. Ich glaube, das ist es nicht ganz. Ach, hier sind auch noch Münzen. Wundervoll. Also lila, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich gerade wieder welche mitgenommen. Da unten kann das? Ja, hier. Das sieht gut aus. Uiuiui, das hier vielleicht erstmal nicht so. Da bei der Nuss, das sagt mir nämlich noch was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Nuss hin muss. Aber wenn wir die Tür schon mal aufhaben, dann kann ich da auch direkt mal reingehen. Aber da unten bei der Nuss. Da muss ich hin, um... Ach, die Nuss brauche ich, um... Ja, okay. Okay, gut. Machen wir gleich. Dann machen wir jetzt erstmal was, was nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich machen möchte. Was ich jetzt einfach so nebenbei mitnehmen kann, weil ich es gefunden habe. Hier ist ein Picker. Beziehungsweise hier ist so eine Wand, da könnte ich mich theoretisch hochpicken. Eventuell muss ich das tun und da ist irgendwas Tolles. Deswegen tun wir das direkt mal. Na, da oben sind Münzen. Okay, also normale. Nehme ich trotzdem gerne mit. Wenn denn der Input meinerseits akzeptiert werden würde, das wäre schon die Grundvoraussetzung. So. Da habe ich schon mal was gesehen auf der linken. Achso, das ist einfach nur Rotation. Okay. Ja, wird die Hölle, glaube ich. Aber wir sind ja auch schließlich in Bowsers Land. Da kann man ja nichts anderes erwarten. Ich würde gerne lieber in der Mitte. Na, super. Top. Hier ist es noch kein Problem auf der Seite. Auf den anderen Seiten wäre das kritischer. So. Ballern wir uns doch mal hier hoch. Wie ist das denn so? Schön die ganzen Münzen mit. Nein, 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 das ist nämlich auch das Ding. Oh. Oh, guck mal. Das hatte ich jetzt so gar nicht erwartet. Aus Versehen tatsächlich den Schlüssel gefunden, der den zweiten Mond spawnt. Ja, geil. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Wäre ich erstmal niemals drauf gekommen, das auszuprobieren. Meine eigene Blödheit und meine Gier hat mich gerettet. Das können nicht viele von sich behaupten. So. Und das ist auch eigentlich gut so. Wo kämen wir denn dahin, wenn Blödheit gut wäre? Per se. Das wäre nicht gut. Du Scheiße. Was ist das denn für ein Psycho-Kack hier? Okay, das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir auch besser. Wo muss ich denn hin? Da? Wäre das gut gewesen? Bestimmt. Ich glaube, ich kann hier überall hoch. Naja, Hauptsache nach oben. Alles klar. So. Nummer 1. Genau. Ich kann super Spanisch. Den rotierenden Turm runter und rauf. Und jetzt nur den rotierenden Turm rauf. Komm, gib her. An der Spitze des rotierenden Turms. Ja, dann halt so. Hoffentlich steckt da nicht eine Libelle im Aufzug mittendrin. Das wäre nicht so gut. Du schenkst mir Ungeziefer. Ah. Herrlich, herrlich. Ja. Erstmal generell eine Anspielung auf Spyro and the Dragon Fan. Dann noch auf das Zug zu Let's Play. So muss das sein. So. Genau. Mit dieser Frucht werde ich persönlich noch eine Menge Spaß haben. Die ist nicht dafür da, um uns direkt einen Mond zu geben, sondern mit der können wir dort eine Ranke spawnen lassen. Oder halt auch nicht, wenn wir sie drüber schmeißen, weil dann sind wir am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie respawnen. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird mir einige Male passieren. Ja, sie respawnen. Sehr schön. Es muss ja einmal passieren, ne? Es wird mir halt noch so häufig passieren. Denn in diesem Bereich, wo uns diese Ranke hinführen wird, das ist natürlich wieder nach oben irgendwo, über den Wolken. In diesem Bereich
befinden sich, oh, lilane Münzen, befinden sich ganz schön viele normale Münzen. Weshalb es so lukrativ ist, hier halt hinzukommen. Zum Geld farmen. Und ich hab direkt verkackt. Ja, dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Natürlich landen wir jetzt wieder ganz unten und dürfen den ganzen Quatsch nochmal machen. Den ganzen Quatsch meint, diesen Samen einzupflanzen. Ja. Also den Bereich erstmal zu schaffen, ist schon doof. Und dann, ja gut, halt wenn ich Geld haben möchte, muss ich das halt tausendmal machen. Muss jedes Mal, immer wenn ich diesen Bereich verlasse, egal ob jetzt am Ende oder halt mittendrin irgendwann, weil ich runterfalle und blöd bin, jedes Mal darf ich diesen ganzen Quatsch hier wieder machen und darf hier mir anschauen, wie die Ranke wächst und wächst. So wie bei Meister Udon die ganzen Immobiliengeschäfte. Ja. So ist das. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Geld und das ist meines Wissens nach und meiner Meinung nach der lukrativste Weg, um Geld zu bekommen in diesem Spiel. Und wir brauchen eine Menge Geld. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit gewesen, hier innezuhalten, ohne direkt zu sterben. So, und da hinten ist auch der andere Mond. Wenn wir ihn treffen. Sehr schön. So, Sprint übers Wolkenmeer. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wie viele Münzen ich gerade hatte. Aber es waren schon ein paar. Und jetzt habe ich ein paar deutlich mehr. Und das ist schön. Und das hier werde ich jetzt ganz, ganz oft offscreen machen. Also wenn ihr irgendwann in einem neuen Part seht, ey, der hat viel, viel mehr Münzen, dann werde ich höchstwahrscheinlich diesen Bereich hier nochmal gespielt haben. So. Und weil ich das tatsächlich als besten Weg empfinde, an die Münzen zu kommen, uiuiui, werde ich die Ranke einfach nochmal wachsen lassen und versuchen jetzt dort abzuspringen und mir die Münzen zu krallen. So, perfekto. Ich weiß nicht, ob man auch anders dran kommt, aber so auf jeden Fall. Dann haben wir die schon mal. Ja, und jetzt hätten wir noch theoretisch 3 Minütchen, aber ich denke, da können wir den Part auch mal vorschnell beenden. Könnt ihr mal gucken, wie viel ich so ungefähr rauskriege. Na, jetzt muss ich aber da hochklettern, Ewigkeiten, ne? Ob das jetzt so sinnvoll ist. Ich sehe mich nicht mal, dank der Kamera. Ich kann auch meine Kamera nicht ändern, die hängt jetzt da ein bisschen fest. Einfach mal spaßenshalber. Mir scheint, als gäbe es hier nichts weiter. Ja, ja, okay. 2435. Und ich treffe hier auch manche nicht. 2435. Die 2000 können wir weglassen, weil wir werden nicht so viele, so viele Münzen bekommen hier. Wir rechnen also mit 400. Ui. Das hätte ich machen sollen. Scheiße. Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen mehr über 100, als 100 jetzt hier gesammelt. In diesem Rush. Also lass es 150 bis 200 Münzen sein, die man hier bekommt. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ja, dann lasst mich überlegen, wo wir als nächstes hingehen vielleicht schon mal. Ich weiß es nicht. Doch, also das Kaskadenland fände ich schon sehr vielversprechend. Oder wir machen halt wirklich das Wüstenland erstmal weiter. Ich glaube, ich würde das Wüstenland erstmal weitermachen wollen. Und danach, oder ja doch, ich denke, ich mache erstmal ein bisschen weiter im Wüstenland. Und dann werden wir uns im Kaskadenland danach wiederfinden, schätze ich mal. Ja, also bis zum nächsten Mal wieder im Wüstenland. Tschüss.